Willkommen zurück in Las Vegas, meine lieben Freunde, bei Horizon Forbidden West. Ja, in Las Vegas halt, ne? Wie es halt eben ausgesehen hat vor der Roboterzerstörung, mehr oder weniger. Aber zumindest ist es echt krass, weil wir jetzt hier diese Ruinen mit diesen Hologrammen zusammen sehen und solche Dinge. Mega cool, mega fancy, mega awesome. So. Was haben wir hier? Rohstoffbeutel, Krötenechsenknochen und Überwachungsdrohne. Ach ja, stimmt. Erlange die Drohne. Für die Drohne fehlt uns leider noch ein bisschen was. Glaube ich. Aber wir können jetzt auch unter Wasser atmen. Das finde ich richtig cool. Genau, wir haben hier so ein paar Quests. Könnten wir noch machen. Das Meer aus dem Sand ist die Hauptquest. Die haben wir abgeschlossen. Komm, ab nach Hause, würde ich sagen. Sagen wir nochmal Gaia wieder Hallo. Die erwartet sicherlich ein Update von uns. Denn wir haben ja jetzt Poseidon, glücklicherweise. Das heißt, die zweite Subroutine von Gaia. Die wir brauchen. Wo ist denn hier der Eingang? Eingang! Oh. Da lang. Irgendwo. Achso, hier den Weg hoch. Hier ist ein Weg. Ganz vergessen. Und der führt uns natürlich direkt in unsere Base. Hoffe ich. Ist das der Weg? Ist das der... Seht ihr mal, die Basis ist so geil versteckt, dass ich nie mehr den Eingang mehr finde. Trotzdem werden wir sicherlich früher oder später noch von den Zeniths angegriffen. Den Cybertech-Männchen. Die uns hier das Leben schwer machen wollen. Oh. Home sweet home. Hello there. Die Musik klingt schon wieder so bedrohlich. Hallo, Freunde! Hat irgendwer meine Maschinenstreitfiguren gesehen? Nein, niemand hat deine Figuren gesehen. Jetzt eine Sidequest? Ich habe jetzt eine Sidequest. Die gucken wir uns gleich an. Erstmal wollen wir mit Gaia reden. Gaia hat die Tür wohl entriegeln können. Neue Türen, die entriegelt sind? Arend und Kotalo haben ihre Sachen hier abgestellt. Ah. Die machen sich hier auch gemütlich, die beiden. Hoffentlich zahlen die wenigstens Miete. Meine Freunde hin oder her, aber umsonst in meiner coolen Butze wohnen, geht ja gar nicht. So, da steht sie und wartet auf uns. Willkommen zurück, Aloy. Danke. Wie ich sehe, hast du auch Poseidon. Ja. Genauso sieht's aus. Aloy, kannst du mal runterkommen? Beta hat etwas, das du hören musst. Okay, ich komme. Aloy, es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Gut. Gut, 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 gut. In die Spitze. Weitere Anlagen geöffnet. Da sag ich doch nicht nein. So, was ist denn hier los? Freunde. Schon okay. Ich kann ihn mir mal ansehen. Hier. Nee, das geht schon. Tiefer. Noch tiefer. Hier unten waren wir noch gar nicht, oder? Ach doch, klar. Beta ist hier. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sein, sie hat sie oft angesehen. Feiern, ich glaube, das beruhigt sie.
Weißt du, ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen Kleinen. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Beta? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitoraufseher bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface. Und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hörte es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Farzenith und Zero Dawn. Sie kannte Elisabeth Zurbeck, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt. Interessant. Erzähl mir noch mal ein bisschen mehr über Tilda. Was kannst du uns noch über Tilda sagen? Sie redete gerne über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je über ihr Leben auf der Erde oder wie sie zu den Zeniths kam? Etwas in der Art? Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, auf der Erde war sie eine gute Programmiererin. Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Was ist denn mit diesem Datenkanal? Was ist daran so besonders? Und Tilda stellte den Kontakt über einen Datenkanal her? In meinem Trainingsinterface erschien er als neue Aufgabe. Als ich ihn öffnete, gab es eine Reihe von kurzen Störimpulsen. Sie ergaben eine transpositionale Chiffre. Anweisungen, wie man einen neuen virtuellen Raum öffnet. Als ich ihn betrat, verschwand mein Trainingsinterface. Anstatt der holographischen Lehrer und Dateien betrat ich eine perfekte Simulation ihres Zuhauses. Die anderen Zeniths wussten wirklich nichts davon. Für sie sah es aus, als würde ich noch üben. Mich allein beschäftigen. Und dieser geheime virtuelle Raum sah aus wie ein Haus mit Blick aufs Meer. Ich konnte weiße Schaumkronen sehen und die Wellen rauschen hören. Und draußen kreischten die Möwen. Drinnen hatte Tilda Rahmen, die ihre Lieblingsgemälde zeigten und sich in Intervallen an das Licht anpassten. Da war ein Sessel, den sie liebte. Sie saß da und blickte raus, während ich mir ihre Sachen ansah. Wir verbrachten dort Stunden. Ich wollte nie weg. Das klingt irgendwie alles nicht so spektakulär, was die Tilda da gemacht hat. Ich meine, das bis darauf, dass es die erste war, die mit ihr geredet hat, also mit Beta. Ja, und weiter? Tilda zeigte dir Gemälde und ließ dich auf Mediendateien zugreifen. Bei jedem Treffen zeigte sie mir ein neues Gemälde. Ich glaube, sie war Niederländerin. Ihre Lieblingswerke stammten aus dem goldenen Zeitalter im 17. Jahrhundert. Porträts, Allegorien, Schiffe auf See.
Sie hatte so viele. Haben sie dich interessiert? Ich mochte ihr Medienportal. Es war viel umfangreicher als mein Trainingsinterface. Clips, Filme, Holos. Mein Lieblingsfilm hieß Die Rückkehr, über eine Familie, deren Kind wieder auftaucht, nachdem es in der Heißzonenkrise verschwunden war. Okay, aber zeigt dir dieses Portal irgendetwas über die Zenith selbst? Etwas, das wir brauchen könnten? Nein. Alle Informationen über sie waren zensiert. Toll. Also war dieses Gespräch irgendwie gar nicht so aufschlussreich. Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elizabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay, ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen, das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay, dann lassen wir es dabei. Was ist los? Ich versuch's, Val. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte, aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt. Doch er hat dich aufgezogen. Trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das. Aber ich habe gerade keine Zeit daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Aber so lange warte ich nicht. Toll. Danke. Hat ja viel gebracht. So, Demeters Koordinaten haben wir noch offen. Welche Quest ist denn das überhaupt? 24, das passt ja sogar noch. Samen der Vergangenheit. Jada, jada. Wir haben noch ein paar Fertigkeitspunkte, die wir mal verteilen können. Gerne hier auf Überleben, Jägerin. Nee, Kriegerin. Ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen mehr in Damage stecken. Dann haben wir hier energetische Dauer. Was liefert das denn eigentlich? Nahkampfmacht. Bringe ein Energiemodul an einem Speer an, um für begrenzte Zeit mehr Schaden durch Nahkampfangriffe zu verursachen. Das ist ja sweet. Einen wunderschönen guten Abend, Dark Vantage. Machen wir doch einfach mal. Greifen wir erstmal den hier. Dann den hier. Und den Spaß. Holen wir uns einfach mal als Fertigkeit noch dazu. Beim Nahkampfschaden plus 300%. Ausrüsten. Scheiß auf den Kram hier oben. Alleine, dass wir den Nahkampfschaden um 300% erhöhen können. Ah ne, jetzt ist er auf 200% oder so. Ja, egal. Finde ich schon geil. Finde ich schon richtig geil. Aber noch irgendwas, womit wir, wo wir noch einen Punkt aufgeben können, ausgeben können. Hier wahrscheinlich. Effiziente Reparatur. Repariere beschädigte, überbrückte Maschinen mit weniger Metallscherben. Ja. Machen wir.
Wir müssen sowieso eigentlich mal wieder unser Haustier füttern, also überbrücken. So, aber reden wir doch einmal mal hier mit ihr. Technologie kann wirklich fantastisch sein. Weil sie scheint auch eine Sidequest für uns parat zu haben. Das klingt eigentlich sehr verlockend. Aloy. Hey, wie läuft's denn so? Mir geht es gut, aber Val meinte, Beta fiel es schwer, sich an das Leben mit uns zu gewöhnen. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, um zu helfen. Ich glaube, das könnte keiner von uns. Wir müssen ihr Zeit geben. Und sie soll sich willkommen fühlen. Da ist etwas, das ich besprechen möchte. Es geht um die Landgötter. Natürlich nur, wenn du Zeit hast. Immer, für dich. So, die Landgötter. Und mir geht es natürlich super gut, Mr. Dark Vantage. Wie geht es denn dir? Du wolltest über die Landgötter sprechen? Man könnte sie womöglich heilen, sodass sie Reinklang wieder mit Getreide versorgen können. Gaia gab mir einige Anweisungen. Sie nannte es Neustartcode. Wenn wir ihn zu den Landgöttern bringen, wird ihre Störung enden. Das ist großartig. Vielleicht. Der Weg ist steinig. Wenn der Code nicht von Hephaestus kommt, werden die Landgötter ihn verweigern. Gaia weiß, wie man das umgeht. Wir brauchen Teile namens Kontrollkerne aus Maschinen, die von Hephaestus stammen. Maschinen ähnlich den Landgöttern. Du meinst Grimmhörner? Wie das beim Kampf in der Werkstatt? Ja, Gaia hat mir geholfen, im Westen zwei zu finden. Gut, die Maschinen erledigen, die Kontrollkerne holen, um damit den Neustartcode so anzupassen, dass die Landgötter gehorchen? Wenn alles gut geht. Aber zwei Grimmhörner zu erlegen, wird nicht einfach. Wir machen's gemeinsam. Sei gesegnet. Ich schicke dir die Position der Maschinen. Ja, das klingt doch super. Dann machen wir das doch. Gehen. Viel Glück bei der Suche. Genau das machen wir. So, die zweite Strophe. Klingt doch nach einem sehr guten Auftrag. Da ist es. Oh, Stufe 25. Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Ja komm, dann nehmen wir mal die starken Wurzeln. Geben wir mal ein bisschen die Nebenquests hier nochmal durch, von oben nach unten. Vor allem halt eben die Lowy-Quests. Sind gar nicht so verkehrt. Weil wir haben hier halt eben so dermaßen viel gemacht, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen nach links und rechts gucken sollten. Einfach weil es das ein bisschen Vorteile gibt. Mehr Fähigkeitspunkte und so weiter. Das finde ich schon ganz praktisch. Das sollte man nicht links liegen lassen. Und vielleicht kommen wir auch auf die. Haben wir ja dann auch die Möglichkeit, irgendwas nochmal zu überbrücken oder so. Hier hinten. Können wir Stürmer überbrücken? Weiß ich gerade gar nicht. Notizbuch. Weiß ich gerade wirklich gar nicht. Sind überbrückbar. Weiß auch nicht. Ist ja auch Wurst. So, wir wollen jetzt mal ein bisschen Stuff machen. Und in Flusslied irgendwelche coolen Dinge machen. Waren wir in Flusslied nicht schon mal? Eigentlich ja, oder? Warum haben wir dann den, die Feuerstelle noch nicht? Das finde ich ein bisschen seltsam. Ja, doch, das ist uns leider gestorben. Moment. Jagdgebiet Reinklang. Wollte ich gar nicht hin. Was soll das denn? Und dann wunderschönen guten Abend, Blechwalze. Schön, dass du auch da bist.
Oh, wait a moment. Was dancest du denn hier so komisch wild durch die Gegend? Klappe zu, mein Freund. Oh krass, jetzt sind sie zu zweit. Egal, komm. What the hell? Sind zu dritt? Wann ist denn das passiert? Ey, dieser Moment, wenn ich eigentlich am Angreifen bin, mich da hochtragen möchte, der aber der Meinung ist, dass das nicht funktioniert. Nicht mal getroffen, aber Hauptsache den Kreis drehen. Das ist doch... Das nervt mich ja überhaupt nicht, dass ich... Ey, ich bin noch im Angriff. Ach, jetzt will er wieder... Jetzt will sie wieder kein Auto. Sag mal, diese Wegsuchung ist ja schlimmer als bei Genshin Impact gerade. So, mal sprintet sie einmal durch die halbe Weltgeschichte, um einen Gegner zu treffen. Und jetzt kriegt sie nicht mal hin, den Gegner 2 Zentimeter vor sich zu schlagen, oder was? Boah, bin ich pisst. Boah, bin ich gerade pisst. Sowas liebe ich ja. Ja, da bist du gerade in der Bewegung. Gerade mitten am Angriff. Anstatt, dass der Schaden ausgeteilt wird. Nö, kannst du knicken. Gegner. Enemy strikes first. Wann? Immer. Alter. Fuck up, ey. So, und hier grast was, aber das bringt nicht so viel. Ey, ja. Ignoriert mich einfach, von euch will ich gar nichts. Ah, so, nee. Wie gesagt, sowas ärgert mich richtig hart. Ausruhen oder weitergehen? Nur weitergehen? Wie? Was? Achso. Unterschlupf. Ein Unterschlupf. Gucken wir doch mal rüber. In einem Unterschlupf kann ich Gegenstände verbessern. Dinge tun, Pew Pew machen. Na gut, haben wir denn irgendwas, was wir hier mit Waffen-Upgrades machen können? Guck mal hier, wir haben den Frostjägerbogen, den könnten wir nochmal upgraden scheinbar. Den normalen Bogen können wir noch nicht, ne? Ne, der ist ja auch schon auf Max. Wir können noch den niederschmetternder Scharfschutzbogen, den können wir verbessern. Auf 78 Damage. Machen wir doch einfach mal. Und? Achso, Waffenspulen sind schon ausgewählt.
Outfit-Upgrades. Wo ist denn der hier? Auf 40? 17? 10? Ja, was machst du? 5. Eklig. Nein, machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Alles so unnötig. Gondor hat keinen König, Gondor braucht keinen König. Punkt. Los mit lustig. Guck mal da. So ist es leicht. Sag mal, wie krass ich jetzt einfach nur runtergeflogen bin. Da hat wohl jemand Ärger. Oh, schau mal. Einen nach dem anderen ausschalten. Wir gehörten jetzt zu wem? Ist das ein Freund oder ist das ein Feind? Wer davon? Stopp. Das ist ein Feind. Hat irgendwie nicht so funktioniert. So. Schluss mit lustig hier. Wehrt euch! Lasst sie nicht durch! So, Ruhe auf den billigen Plätzen. Lass sie nicht durch! Aber gegen wen kämpfen wir denn überhaupt? Moment, ist das die richtige? Ach nee, die gehört zu uns. Los, lief! Da ist es wieder. Schon wieder so ein Jump quer über die Arena. Ja. Lass sie nicht durch! Und da kommt noch was. Lass sie nicht unser Zuhause schänden. Aber vorhin im Kampf gegen die kleinen Dinger. Lass sie nicht unser Zuhause schänden. Auf sie! Ach komm. Ganz lustige Leute sind das hier. Spart euch euer Lächeln für zu Hause. Die Tenakt verstehen nur Stärke. Und die haben wir wirklich nicht gezeigt. Sie werden wiederkommen. Du hast diesen Kampf für uns gewonnen. Auf ein Wort. Wird gleich der Mittelfinger rausgestreckt. Ich will, dass alle den Pass verteidigen! Ah, schreit es doch noch laut in die Weltgeschichte. Frisch wie der Frühling? Das sind Kinder, die mit Stöcken spielen. Es ist schwer, sie am Leben zu halten. Und es wird nicht leichter werden. Bisher haben die Rebellen nur Späher geschickt. Aber sie werden schon bald einen richtigen Angriff starten. Und wenn sie Maschinen mitbringen, dann werden wir mehr als nur eifrige Herzen brauchen. Du kennst dich wohl gut aus mit Tenakt-Taktiken. Als die Tenakt die Karcha-Räuber zurückschlugen, kämpfte ich an ihrer Seite. Die Tenakt lehrten dich zu kämpfen? Mehr als das. Sie lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Ich bin wohl der einzige Utaro, der das kann. Hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde. Neue Waffe, neue Rüstung? Ich würde beides bevorzugen. Hier können wir frei reden. Ja, dann erzähl mir mal was. Beispielsweise und, über neue Rüstung. Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Mein bester Kletterer, Vors, sollte Material vom Trommelwurz holen. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten säen. Aber seit der Störung sind sie so gefährlich wie die Kletterpartie da hoch. Vors ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Du könntest uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, wer ich bin. Rotes Haar, Bogen, kämpft besser als 10 Krieger zusammen. Man kennt dich.
Und man weiß von deiner Meinungsverschiedenheit mit dem Chor. Ich weiß, was dieser Ort deinem Volk bedeutet. Aber die sind mehr und besser bewaffnet. Ihr könntet gehen, dann werdet ihr sicher. Kennst du diese Blumen, die so klein und weiß sind? Wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs. Jetzt wachsen sie im Wäldchen, im Herzen von Flusslied. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich. Lasse sie nicht zurück. Das ist auch schön. Samen deiner Tochter. Das ist ärgerlich. Das heißt also, dass die Tochter gestorben ist. Mein Beileid zu deiner Tochter. Die Raubzüge nahmen sie. Ich fand Frieden mit jedem Kaja, der von meinem Speer fiel. Alles, was ich jetzt noch von ihr habe, wächst hier im Wäldchen. Mich vertreibt kein Tenakt. Tragen alle Utaru Samen bei sich? Wir bekommen sie kurz nach unserer Geburt. Nach unserem Tod werden sie begraben. Denn unser Tod bringt neues Leben hervor. So bleiben wir in Einklang mit dem Rhythmus der Welt. Warum ist der Pfad hoch zum Trommelwurz so gefährlich? Diese Höhle versunkener Gänge und Abgründe können nur die Besten durchqueren. Er dient meinem Volk als sichere Zuflucht. Aber seit der Störung streifen Maschinen in den tiefsten Gängen umher. Aber dennoch leben Flusslied und der Hain von seinem Wasser. Wir sind mit ihm so sehr verbunden wie mit den Samen, die hinter dir wachsen. Was genau ist deine Aufgabe hier? Ich bin der Metallweber von Flusslied. Aber du musst eigentlich nur wissen, dass ich mein Volk am Leben halten will. Dank dir könnten wir eine Chance haben. Okay, Metallschoten. Erzähl mir mehr von den Metallschoten. Sie sind schwer einzusammeln. Die Breitschlunde sehen sie. Man muss schnell sein und sie sammeln, bevor Erde und Wasser sie aufnehmen. Aber ihr Metall gehört zu den robustesten überhaupt. Ohne die Schoten ist unsere Chance zu überleben sehr gering. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Hier lang. So, bekomme ich denn auch wenigstens eine super krasse Imba-Waffe? Das wäre was Schönes. That would be great. Mit diesen Schoten und viel Glück könnten wir am Ende vielleicht überleben. Hoffen wir, dass diese Sprosse es mit einem Maschinentrupp aufnehmen können. Ich kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die jüngsten. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Wo laufen wir denn jetzt gerade hin? Hier hinten in die Ecke? Er meinte, dass da irgendwo ein Untergrundzeugs ist. Fast geschafft. So können wir diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie ich früher oder später finden. Besorg die Schoten für deine Leute. Keine Sorge. Bitte halte dich fern. Wie ist die Lage? Ja. It's played. Nee. Da hoch müssen wir. Das sah gerade so total seltsam aus. Aber gut. Wir sind hier richtig und da drüben gibt es wohl eine Höhle oder irgendwie sowas. So aus, dass man hier aha hochkommt. So. Hinauf mit mir. Hier ist die Höhle. Nur die Stärksten kommen hier durch, bla bla. So. Ich muss hier hochklettern. Irgendwie da hoch. Das kriegen wir hin. Hier ist ganz sicher irgendwo. Eine Möglichkeit hier hoch zu klettern oder sowas. Okay. Aber hier lang.
gut. Aber, kleinen Moment mal, wir können hier tauchen. War ewig lang. Vielleicht finden wir hier unten noch was Cooles, jetzt wo wir auch in die Tiefsee tauchen können. Vielleicht müssen wir nämlich gar nicht hoch. Oder? Das ist dann wohl Vaus. Oh. Diese Wunden stammen von Maschinen. Ich sollte die Samentasche zu Q bringen. Sie bedeutet den Otaro wohl viel. Na komm, guck hier rüber. Ah. Ah. Habt ihr das gesehen? Der hat hier einfach im Kampf eine Drehung gemacht. Also eine Drehung in der Luft, also quasi im Sprung, die Richtung gewechselt. Jetzt irgendwie in die Höhlen hinauf. Ganz weird. Aber okay. Ach schon. Haben wir hier noch irgendwas Cooles? Nee. Da hoch und hopp, hopp, hopp. Immer weiter nach oben. Nein. Ach, perfekt. So, wo ist denn der Weg hier rüber? Da geht's rüber. Ich hoffe, dass es auch der richtige Weg ist. Ja, das sieht nach dem richtigen Weg aus. Sehr gut. Schauen wir mal eben kurz. Da ist eine Kiste. Eine Lieblingsschokolade? Nee. Eine, die noch Schokolade schmeckt. Der Rest ist mir im Grunde gleich. Da komme ich nicht durch, ne? Ja, aber ich kann hier zumindest den Grünsplitter mitnehmen. Sag mal. In welcher Weltgeschichte geiste ich denn hier jetzt gerade rum? Ich laufe jetzt erstmal da lang. Ah, schaut mal hier. Eine Leiter. Damit habe ich zumindest schon mal einen kleinen Weg geöffnet. Und ihm komme ich hier rüber. Nee, also tatsächlich habe ich nicht so etwas wie eine Lieblingsschokolade. Weil ich auch relativ wenig Schokolade esse. Da muss ich wirklich dicke Hunger drauf haben. Oder Bock. So, haben wir hier nochmal eine Leiter? Nee, leider nicht. Leiter nicht. ja, nee. Irgendwo muss es hier noch einen weiteren Weg geben. Scheinbar. Ist nicht denn. Ernst? Ist nicht sein Ernst! Ugh.
Wasser im Stiefel. Lecker! Wer mag das nicht? Wasser im Stiefel. Gut. Nee, wir haben hier zumindest schon mal eine Abkürzung. Das ist schon mal etwas. Frage. Wo müssen wir jetzt als nächstes lang? Vielleicht hier entlang? Moment, da entlang. Dann einfach mal hier rüber. Kommen wir hier hoch? Ja, da hoch kommt man. Nee, kommt man da hoch? Weiß es gerade nicht. Ah. Ich sehe da einen... Ja, hier oben waren wir ja schon. Oh. Das habe ich ja voll übersehen. Hier geht ein Weg entlang. Alter, nach solchen Kletterpartien muss man... nach solchen Kletterpartien muss man echt solche Oberarme haben, ne? Mal, was stimmt denn hier schon wieder mit meinem Männchen nicht? Aha. Wenn ich es richtig abpasse, könnte ich springen und mit dem Zugwerfer zur anderen Seite kommen. Ach was, schön, dass du das sagst, während du es getan hast. Hinten ist, ja, noch eine Kiste. Die nehmen wir mit. Mehr Stuff ist immer gut. Und da sind wir auf der anderen Seite scheinbar. Noch 2 Meter, 1 Meter, Meter. Ja komm, hoch da mit dir. Woo! Sieht so aus, als hätte man hier einfach so hochspazieren können. Und sie so, lauf einmal den gesamten Berg entlang. Wo sind jetzt diese Breitschlunde? Ah, das sind Breitschlunde. Diese Nilpferd-Dinger. Aha! Da sind sie ja. Diese Schoten, die sie auswerfen, sind wohl die, die Q braucht. Sieht aus, als könnte ich sie einfach aufheben, wenn sie zu Boden gefallen sind. Wenn ich leise genug bin, komme ich an sie ran, ohne dass die Maschinen mich sehen. Das ist absolut okay. Dann hole ich dich erstmal weg. So. Also erstmal die kleinen Dinger, bevor ich anfange, hier den Fettsack irgendwie in die Mangel zu nehmen. Die kleinen Dinger rufen halt eben auch die Fettsäcke an Land. Vielleicht soll ich ihn nicht unbedingt so killen. Oh, gut, 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 gut. Ja, komm doch her hier. Hör auf, da hinten durch die Gegend zu geistern. Oh. So viel zum Thema leise sein. Keine Sorge, wir werden das eh so machen,
dass wir uns die, wie hat er mich denn gesehen? Der verarscht mich doch. Wir sind eigentlich viel zu weit entfernt, als dass er uns sehen könnte. So, olle Happy Hippo. Na gut, um dieses Ding kümmern wir uns gleich. Hier erstmal kurz ein kleiner Cut. Bis gleich.